Zu einfach gewesen. Warum? Du, als nächstes kommt Cats mit Memory, oder? Und ja, ich hab Express. Nur die einfachen Sachen drauf. Aber die heißt besser gut geklaut als schlecht neu gemacht. Danke Michael Heller an dieser Stelle. Wir haben Michael Heller, der macht selber unglaublich tolle Videos bei YouTube. Wir verlinken ihn auch unten. Geht das? Kannst du das? Also nicht unten, sondern also nicht im Video, sondern unten. Und ja. Musical Michi ist sehr lustiger Kanal. Hat übrigens sehr hervorragend Alfred bei Tanz der Vampire gespielt. Schade, dass du nicht in München warst. Grüße. Wir haben dich sehr vermisst. Ja, wir haben sehr einen Alfred vermisst, der singen kann. Egal. Aua. Er hat was Lustiges gemacht, und zwar eine Humming Challenge. Das heißt, Musical, bekannte Musical Songs hummen. Wie heißt es? Summen. Ist ja egal. Also so, ne? Ja. So. Wie viele wollen wir denn machen? Jeder fünf. Und der Verlierer? Der Verlierer hat verloren, würde ich sagen. Einfach. Fang du mal an. Sag ich mal, okay. Hast du ja schon eins überlegt? Nee, ich habe mir gar nichts überlegt. Aber ich habe ein Potpourri drauf, sag ich dir. Jetzt mach mal. Okay, pass auf. Das ist Producer, Springtime for Hitler. Richtig. Haben wir das angeschaut, in Regensburg Video. Gibt unten, ja, 5 Punkte Musical. Egal. Musical ist also super. Also 5 von 10, ne? Musical ist super. Okay. Moment. Phantom der Oper. Das habe ich schon vorhin gesummt, glaube ich. Nee, aber das ist zu einfach gewesen. Warum? Du, als nächstes kommt Cats mit Memory, oder? Und ja, ich habe nur die einfachen Sachen drauf, aber jetzt 1 zu 1 zumindest. So, okay. Wir müssen uns auch die Punkte merken, weil sonst... 1-1. 1-1, okay. So. Avenue Q. Ja. Ach, da steht es übrigens hier. Avenue Q. Können wir nur empfehlen, Leute. Eins unserer Lieblingsmusicals. Er hat es nämlich gesehen, ich habe es zweimal in Mannheim gesehen. Übrigens, wenn gerade einer von der Mannheimer Crew zuschaut, bitte bringt dieses Musical wieder nach Mannheim. Oder wenn einer vom BB-Promotion zuschaut, bitte bringt dieses Musical wieder nach Mannheim. Es ist sensationell und es war jetzt lang genug Spielpause. So. So. Ich gucke immer auf Nationaltheater Mannheim in die Spielzeit, aber es steht nicht drin. Du bist dran. 2-2. So. Liebe stirbt nie. Ich habe mal gedacht, ich mach mal die. Also mein Lieblingsmusiker? Ja, ich will hier auch mal positiv. Aber es war jetzt eigentlich auch schon wieder Phantom der Oper, ne? Es also war nicht Phantom der Oper, es war bei Dali Dali würden wir jetzt sagen, hat man zweimal. Okay, dann ziehen wir den Punkt gerne. Nein, ich will den Namen. Okay, 2-2. Ja, so. Ich hätte mich vorher informieren sollen, was das für Musik ist. Schatten werden länger. Richtig. Es ist Elisabeth. Ja. Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen, was ich nur... 2. Was? 3 für dich, 2 für mich. Ach. Weiter. Okay. Singst du auch die richtigen Töne? Ist mir doch völlig... Ach, Starlight Express oder was? Das war Starlight Express, oder? Willst du jetzt auch an den Tönen rummachen? Ja, Entschuldigung, sonst hätte ich auch gleich erkannt. Ja, du hast doch erkannt jetzt. Das war eine ganz blöde Idee. So. Mann. Irgendwie so am Schluss. Ah! Wird von deiner Lieblingssängerin gesungen. Kerstin Ewald, falls du das schaust. Kerstin Ewald, eine Autogrammkarte gerne hier unten. Einfach Kerstin Ewald schreiben. Das viele gerne. Autogrammkarten, es ist egal. Wie heißt das Lied? Die Stärke einer Frau. Richtig. Aus Rebecca. Ja.
Okay, Moment. Ich überlege gerade, was denn noch für Noten. Ich habe das Lied bloß, mir fällt die Melodie nicht mehr ein. Eine Sekunde. Oh, wenn ich schneiden hier dann was, kurz, ja. Wenn es mir wieder einfällt. Moment. Nein, jetzt nicht noch mir ein. Das ist Jeopardy. Na, welches Werbemusical kann man? Ich hab doch. Ich hab. Solo-Saxophon aus Miss Saigon. Du, wenn ich es erraten habe, ist es Schluss. Du kannst doch mal mitsummen, weißt du, dass man wie so ein Duett oder. Sorry, aber die zweite so Stimme bei dir zu finden, ist schwierig. Ich meine, einstimmig, zweistimmig zu singen, ist schon eine Kunst. Den Gag habe ich schon mal gehört von dir. Es war Miss Saigon und Solo-Saxophon. Nee, Tonight. Letzte Nacht der Welt. Letzte Nacht. Aber Last Night. Oh, Solo-Saxophon, lass mal gelten. Ja, du hast es doch genannt. Ja, eben. Jetzt. Wo sind wir denn? Ich bin jetzt noch einmal drin und du noch okay, einmal. Okay, perfekt. Miss Baby, Fabulous Baby aus ja. Ellen Menken übrigens auch aus Sister Act. Und auf Deutsch heißt es? Fabelhaft Baby, richtig. Oder? Ja. Wolltest du mir den Punkt jetzt abziehen für Fabelhaft Baby? Ich muss es schon gelten lassen, ja. Okay, mein letztes. Miss Saigon, Sturm auf die Bastille. Die nicht länger Menschen sind. Es ist falsch und damit habe ich gewonnen. Moment, es ist doch Les Miserables, oder? Du hast Miss Saigon gesagt. Ich meinte Les Miserables. Oh mein Gott. Lied des Volkes aus Les Miserables und damit bin ich der Gewinner. Warum hältst du jetzt meine Hand hoch? Du musst meine Hand hochhalten.